Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Aus der ÖVP oder Sebastian Kurz oder Thomas Schmidt-Affäre wird doch zunehmend eine Affäre rund um Medien, um mehrere Medien. Mittlerweile sind zwei Chefredakteure beurlaubt oder haben sich selbst beurlaubt. Wie das alles weitergeht, welches Bild da eigentlich gezeichnet wird von der Politik und den Medien, das wollen wir heute in unserem Duell Andreas Mölzer, der nicht nur Freiheitlicher ist, sondern selber auch zur Zeit herausgibt, also eine Zeitung, und Robert Miesig, Publizist, Journalist, der die Biografie von Christian Kern geschrieben hat und der früher mal, glaube ich, bei der Arbeiterzeitung geschrieben hat. Das ist aber sehr viel früher. Das ist sehr viel früher. Aber so alt sind Sie schon, das wusste ich gar nicht. Man kann auch sehr jung bei der AZ begonnen haben, was, glaube ich, der Fall war. Ich habe das jetzt auch so eingeleitet, weil es natürlich nichts Neues ist, dass es auch Parteizeitungen gegeben hat. Es hat eine rote Parteizeitung gegeben, es hat blaue Parteizeitungen gegeben, schwarze Parteizeitungen. Aber das ist halt was anderes als Medien an sich, die quasi eigentlich keine Nähe zur Politik haben sollten oder zumindest nicht zur Parteipolitik. Ich fange mit Ihnen an, Herr Mölzer, weil ich weiß, dass die Freiheitlichen ja immer versucht haben, so darzustellen, als die Medien seien ja Teil dieses ganzen Systems und von Rot-Schwarz und ich weiß nicht was. Und jetzt stellt sich heraus, dass ein Chefredakteur des ORF mit dem damaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler offenbar engstens verhabert war. Ja, so war es offenbar. Und das, was Sie zuerst gesagt haben, dass es im Teil des rot-schwarzen, wie soll man sagen, des Kondominiums in dieser Republik ist, das stimmt auch. Ne? Es gibt einen klugen Spruch, ich bin kein großer Katholik, aber doch einer, und den Spruch führe mich nicht in Versuchung oder führe uns nicht in Versuchung, ist sehr gescheit. Und die Freiheitlichen sind ein Land deswegen besser, weil sie kaum jemals in die Versuchung kamen oder die Möglichkeit hatten. Ich will nicht ausschließen, dass da, wo sie hatten, sie dann geglaubt haben, genauso agieren zu können wie Rot und Schwarz. Das ist offensichtlich in der Geschichte mit dem Herrn Chefredakteur Schrom der Fall. Aber grundsätzlich möchte ich schon sagen, als siebter Zwerg hinter den sieben Bergen aus Kärnten, noch dazu als Freiheitlicher, habe ich natürlich niemanden anrufen können und mich als ORF-Generaldirektor bewerben können. Aber bei Norbert Steger wäre es theoretisch möglich gewesen, mit dem hätte ich auf ein Achtel gehen können und dann hätte er mir ausgelacht. Ne? Das heißt also, ich habe mich immer sehr gewundert, wenn ich zum Beispiel bei Wahlabenden im Pressezentrum, in der Hofburg oder wo es halt Nationalratswahlen oder Präsidentschaftswahlen, war ich hin und wieder. Und da habe ich mich immer gewundert, wie die Leute verharrt sind. Da ist ja jeder Zweite oder fast alle eigentlich mit Bussi Bussi und alle per Du. Ganz wurscht, ob jetzt angeblich konservative Zeitungen oder linke oder liberale Zeitungen und die Politik dazu. Und das hat mich immer sehr gewundert. Und das jetzt ist der Ausdruck dessen, dass man wahnsinnig verharrt ist auf dieser Wiener Ebene. Ne? Und da muss ich sagen, da gehöre ich und da gehören wir und unsere Leute nicht dazu. Da sind wir die Outcasts, ne? Die Bösen oder die Dummen oder was auch immer. Und natürlich hat man sich in dieser Blase auch gerichtet. Wir haben das letzte Mal diskutiert über den Sitting, also eine Geschichte mit Twitter, wo der sagt, das ist so linkslastig und so weiter. Ist gar keine Frage der Ideologie, ob links, rechts oder was. Es ist einfach in dieser Republik eine gewisse Verhaberung und das beschränkt sich wahrscheinlich nicht nur auf Politik und Medien, sondern darüber hinaus auch auf Wirtschaft und andere Bereiche. Mhm. Jetzt, bevor wir auf diese generelle Verhaberung und im Zeitlauf der Geschichte kommen, die aktuellen Fälle. Mhm. Also einerseits einen Kollegen im ORF betreffend, der jetzt beurlaubt wurde. Da ist ein eigener Ethikrat angeregt worden, der davon auch geschrieben hatte mit Heinz-Christian Strache, dass die Linken, die Linken Retter oder irgend sowas im ORF jetzt zum Glück weniger werden würden und der dem Strache angeregt hat, sich beim damaligen Stiftungsratsvorsitzenden der FPÖ, Steger, zu beschweren über seine Kollegen
in der ZIB 1 zum einen, andererseits Rainer Nowak, der Chefredakteur der Presse, der sich jetzt selber als Chefredakteur und Herausgeber der Zeitung beurlaubt hat, weil er mit Thomas Schmidt, dem ehemaligen ÖBAG-Chef, gechattet hatte, er solle ihm helfen, jetzt ORF-Chef zu werden und in dem Stil. Was ist da deine Meinung? Ist das jetzt mit diesen Beurlaubungen getan? Ist jetzt alles in Ordnung? Nein, es ist nicht in Ordnung. Es ist wahrscheinlich auch nicht mit den Beurlaubungen getan. Da ist auch wirklich, was die einzelnen Kollegen betrifft, das sind ja jetzt mal zwei, so viel Glaubwürdigkeit wahrscheinlich zerstört worden, dass es schwierig wird, in vergleichbaren Funktionen zumindest in diesem Beruf weiterzuarbeiten. Kleinen Klammerausdruck, das sind Männer, nehme ich mir an, um Anfang 50 oder Mitte 50, ein bisschen jünger als ich vielleicht, ich weiß es nicht genau, die müssen schon noch eine Zeit lang Geld verdienen, also das ist natürlich jetzt ein Problem für die persönlich, aber ich sehe da jetzt keinen großen Weg zurück, was die Glaubwürdigkeit betrifft, ja? Irgendwo im Rahmen der Branche vielleicht. Ja? Das ist die eine Geschichte. Ich könnte es mir jetzt natürlich leicht machen. Ich könnte jetzt sagen, okay, was da jetzt aufgepoppt ist, ist Journalisten, die mit dem Herrn Strache geklüngelt haben, der Herr Nowak, der einer bürgerlichen Zeitung vorsteht, die sozusagen eher im Einflussbereich der ÖVP sogar ist, muss man ja auch von den Eigentümerstrukturen sagen, und der mit dem Herrn... sozusagen die katholische Kirche und Styria ist jetzt nicht so weit entfernt von der ÖVP. Das ist ja wahrscheinlich auch das Problem, weil die ÖVP glaubt, da kann es ein bisschen Einfluss nehmen. Und der Herr Schmidt schon gar nicht, ja. Aber natürlich hast du ein strukturelles Problem, was über das hinausgeht. Ich würde jetzt gar nicht so tun, als würden hätten Sozialdemokraten sowas nie gemacht, ja, oder etwas Vergleichbares. Ja. Also darüber brauchen wir ja gar nicht reden. Ich glaube, wir müssen in der Situation auch nochmal, damit es nicht nur, es geht ja nicht nur um die zwei Leute. Ja. Man kann sich jetzt hinstellen, der Nowak war es vom 20er aus, der schaut mal so verdächtig aus und die Sache ist abgehakt. Ja. Das ist es ja nicht. Ja. Es gibt auf der einen Seite sicherlich sozusagen charakterliche Defizite bei den einen oder anderen, aber das ist ja auch nicht das Problem. Ja. Das Hauptproblem ist ja, dass Medien auf die unterschiedlichste Art und Weise von der Politik beeinflussbar sind. Ja. In den ORF, über den Stiftungsrat, über die Bestellung der Führung nimmt die Politik, in dem in dem Fall geht es um eine, sozusagen der Herr Schromm wurde das ja unter Türkis Blau, kann man darauf direkt Einfluss nehmen. Ja? Jeder, der dort sitzt, weiß, die Politik kann mich zumindest über einen bestimmten informellen Hebel absetzen. Ja? Und kann Einfluss auf mich. Und vor allem auch einsetzen. Ja, auch einsetzen. Es ist natürlich nicht so ganz einfach. Der Generaldirektor kann es einsetzen und das Team muss sich der dann suchen. Aber der, ja, aber der Herr Generaldirektor wird selber auch eingesetzt. Ja, ja, meine ich ja. Das ist das Erste. Also das Zweite ist, ja klar ist natürlich, das Zweite ist, Medien sind natürlich auch noch auf andere Weise beeinflussbar. Ja? Also sozusagen hier in diesem Haus ist ja auch einiges aufgepoppt. Da ist wiederum die Geschichte über Inserate, Einfluss nehmen, das kann man auf zwei Seiten machen. Entweder ihr schreibt es nett, dann kriegt es Inserate, oder ihr schreibt es nicht, dann kriegt es keine Inserate. Das geht in die andere Richtung übrigens auch. Wenn ihr uns keine Inserate gibt, schreibe ich schlecht über euch. Das ist üblich am Boulevard, nicht nur hier, aber hier ist es halt sozusagen aufgepoppt offenbar. Das ist die zweite Geschichte. Die dritte Geschichte ist, dass natürlich die ÖVP über bestimmte Nähe zu bestimmten Unternehmen Einfluss hat auf Medien. Ja? Und also... Wir haben schon über Styria geredet, Raiffeisen ist auch nicht ganz fern der ÖVP. Das sind alles reale Probleme. Und jetzt die jetzige Situation müsste man nutzen, um eine starke Firewall zwischen Medien jeder Art und der Politik zu bauen. Ja? Im ORF beispielsweise statt diesem politisierten Stiftungsrat einen Aufsichtsrat, der wirklich beschickt wird mit Menschen, unzweifelhafter und untadeliger Reputation. Die gibt es ja. Was klickt man da? untadeliger Reputation. Man kann natürlich, aber man muss auch die Inseratenvergabe von Ministerien total transparent machen, in dem Sinn, entpolitisieren, dass kein Kabinett das beeinflussen kann, dann hast du dieses Problem auch schon weg. Ja? Wir müssen die strukturellen Probleme angehen, damit das, wie Sie richtig gesagt haben, mit dem katholischen Zitat, mit dem christlichen Zitat, führe mich in Versuchung, überhaupt keine Rolle mehr spielen kann. Ja? Weil solange das so ist, brauche ich mich nicht wundern, wenn die Führungspersonen in Zeitungen versuchen,
mit der Politik, die auf sie irgendwie Einfluss nehmen kann, auf die verschiedensten Hebeln, irgendwie gut auszukommen. Und sei es bloß denen ins Gesicht sagen, ich bin eher einer von dir, obwohl ich in Wirklichkeit das nicht tue. Ja, das ist schon richtig, was Sie sagen. Es gäbe natürlich nur einen zweiten Weg, dass es einfach eine Pluralität der Medien gibt, wo klar ist, das sind Linke, das sind Rechte, das sind ÖVP-nahe, das sind SPÖ-nahe, mit einer gewissen Ehrlichkeit. Das ist eine Möglichkeit. Der Wolf Biermann hat über die alte DDR unseligen Angedenkens gesagt, ne? Über die Journalisten. Ne? Hier lügen sie, wie sie wollen, oder nein, im Westen lügen sie, wie sie wollen, im Osten, wie sie sollen. Ne? Und das ist so ein bisschen ein Phänomen. Naja, Biermann, das ist nicht ja, nichts. Ja, ne? Aber schauen Sie, wenn jeder Spitzenjournalist in diesem Lande, der schon einmal mit einem, bei einem Politiker antichambriert hat, sich beurlauben würde oder beurlaubt werden würde, müssten morgen die Zeitungen dieses Landes mit weißen Seiten erscheinen. Ne? Mhm. Und das hat der Herr Miesig eh gesagt, das ist richtig. Natürlich gibt es das auf allen Seiten, nur ist halt jetzt der Fokus auf diese Chats vom Herrn Schmidt und damit auf die ÖVP oder ÖVP-nahes Umfeld. Bin überzeugt, dass wenn irgendwelche linken, linksliberalen Zeitungen um die Presseförderung antichambrieren, dass sie auch ihre, mit ihren Freunden, sagen wir so, freundliche Nasenlöcher machen. Ne? Ja, wobei, da will ich schon meinen Unterschied machen. Es gibt halt natürlich auch genügend Medien, ja, die sozusagen nicht so gut verdienen und die absolut von dem bisschen Einnahmen, was sie haben, sei das jetzt Verkauf, sei das jetzt über Werbung schalten, sei das jetzt über Sie Inserate. Sie sprechen von zur Zeit. Mag ja sein, ja, mag ja sein. Sie ist ein bisschen noch kleiner, sodass sie ein bisschen unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle ist, auch für die Politik, nehme ich mir an. Okay. Nur manche Medien ist der Politik dann nicht so wurscht und da können sie dann natürlich die Politik auch mit Druck arbeiten. So, wir können euch das Geschäftsmodell zerstören. Ja? Na, das ist dann möglich, ja, wenn du eine Regierung hast, die die Mehrheit dafür hätte, das zu tun. Mir ist völlig bewusst, dass eine Wiener Stadtzeitung, die hauptsächlich von wirklich üppigen Inseraten und Förderungen der Stadt Wien lebt, dass die dem Bürgermeister nicht zubesteigen wird ungut. Ne? Das ja, ist tut sie aber so oft genug. Ja, tut sie oft genug. Das aber wir wollen ja jetzt nicht über den Walter reden, der sitzt nicht am Tisch. So, und wir wollen jetzt auch nicht über andere reden, die nicht am Tisch sitzen, zu konkret. Aber natürlich habe ich schon erlebt, und das betrifft jetzt nicht den Walter, oder zumindest wurde mir zugetragen, erlebt habe ich es nicht, dass natürlich unter Schwarz-Blau insbesondere, wo man die Mehrheit gehabt hätte, bestimmte Gesetze im Parlament zu ändern, man schon so insinuiert hat. Ja, wir kennen das Mediengesetz so ändern, dass euer Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Ich sage ja nur, das ist eine weitere Möglichkeit, Druck zu machen und einzugreifen. Das wird stimmen. Ja. Das wird stimmen und das will ich gar nicht bestreiten, aber in erster Linie haben wir jahrzehntelang Rot-Schwarz gehabt oder Schwarz-Rot und man hat auch in dieser Zusammensetzung sich die Medienlandschaft. Ja, wir müssen das ja jetzt hier nicht politisieren. Aber das, wir reden über das Verhältnis Politik-Medien, ne? Und da muss man das schon sprechen. Und wissen Sie, was mir dabei einfällt? Jeder in Europa und in Brüssel und auch in Wien schimpft über das böse Ungarn, über den bösen Orban, was der für einen Einfluss auf die Staatsmedien und auf die Medien nimmt. Bitteschön, ist der einzige Unterschied für Österreich ist die, dass da keine Partei eine absolute Mehrheit hat oder eine Zweidrittelmehrheit. Aber der Einfluss der politischen Parteien auf die Medien im Lande im Zuge der Zweiten Republik war doch genauso groß und dieses bis zum heutigen. Nein, schauen Sie, da ist vieles, was verbesserungswürdig ist. Ich würde es aber nicht vergleichen mit so etwas. Weil alleine im ORF, im ORF gibt es immer noch ganz viele Journalisten und Journalistinnen, die in der Lage sind und es wagen können, sich in dieser sich in dieser Situation zu wehren gegen ihre Führung, was in Ungarn schon immer mehr wirklich ratsam wäre, wenn du noch irgendein Bein auf den Boden bringen willst. Das ist ein großer Unterschied. Da wären die ihren Job los. Das ist ein großer, nicht nur ihren Job, sondern fürs Leben sozusagen aus der Branche raus. Ja? Nicht nur ihren Job los. So, deswegen sollen wir das nicht vergleichen. Werden wir sehen, nur, wie der Herr Schramm behandelt der wird. Punkt ist ja, also ich wünsche dem Herrn Schramm wirklich alles Gute. Der Punkt ist nur, wenn wir etwas lernen müssen, sollen aus dieser Situation, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, was sind an strukturellen Änderungen jetzt möglich, um genau
diese Gefahren noch stärker zu minimieren. Ja? Und dazu gehört natürlich, dass du den ORF unabhängiger machst von den Parteien über diese Stiftungsratregelung, die jetzt sozusagen den Parteien die Möglichkeit gibt, da Druck auszuüben, dass du den unabhängiger machst, als es jetzt ist. Dass es ein öffentlich-rechtlicher Umfang ist, ist klar. Also wird der Staat irgendeine Form finden müssen, um den Aufsichtsrat zum Beispiel zu besetzen, aber du kannst es natürlich parteinäher machen, wie in Österreich, oder parteiferner, wie es zum Beispiel mit der BBC in Großbritannien der Fall ist. Oder privatisieren. Ja. Wir reden, als wären die so unabhängig. Vor 20 Jahren haben wir gesagt, für einen Euro verkaufen wir den ORF an den Berlusconi. Ja, schön. Hätte ihnen nicht gefallen. Wäre ein Freiheitsfest, na, das ist zum Glück, sage ich jetzt dazu, nicht passiert. Ist ja auch ein Scherz aber am Rande. Ja. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach reden wir weiter über die sogenannte oder tatsächliche Verhaberung österreichischer Medien mit der Politik. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zu unserem Duell Robert Miesig gegen Andreas Mölzer. Und diesmal geht es um die Medien und ihr Verhältnis, ihr vielleicht toxisches Verhältnis zur Politik. Sie haben auch vorher angesprochen im ersten Teil, wenn Sie bei diversen Sendungen waren, oben beim ORF, hätten Sie gemerkt, egal welcher Zeitung die Journalisten seien, alle sehr verhabert gewesen. Ich möchte, weil das immer wieder mit dem Du-Wort kommt. Ich bin zum Beispiel per Du mit dem Herbert Kickl. Der Herbert Kickl, FPÖ-Chef, wann immer er zum Beispiel in der Pressestunde ist, weiß ich, sagen seine Mitarbeiter, aber ja nicht diese wahnsinnige Daniel dazu einzuladen. Also sagt zum Beispiel das Du-Wort wirklich etwas aus, weil ich bin mit vielen Leuten per Du, das Da haben Sie natürlich recht. Ich bin überhaupt jemand, der Sie bevorzugt. Wir kennen uns jetzt ja auch eine Zeit lang, wir sind durchaus freundlich per Sie und das ist auch möglich. Aber es ist in diesem Lande und gerade auch in der FPÖ war das immer so dieses Du, dieses Kameradschaftliche und so. Das stimmt, das allein sagt nichts. Ne? Aber es ist, man merkt schon, also das war immer bei diesen großen Medienzentren bei Wahlen, wo alle da sind von allen. Ne? Und wenn es da als ein bisschen Außenstehender, so wie ich, also da dazukommt, fällt dir das schon auf. Diese Farbe, das gibt es schon. Ist eine atmosphärische, hängt nicht nur am Du-Wort, nicht einmal am Bussi-Bussi, sondern am atmosphärischen überhaupt. Mhm. Ne? Aber das allein, man muss es schon in einem größeren Rahmen sehen, auch das Verhältnis Medienpolitik im Lande. Wir haben halt gehabt, nach 1945, und das sind einerseits ständestaatliche Reste, das war aber auch für den sozialen Frieden im Lande wichtig, dieses Proporzsystem, ne, wo natürlich die beiden großen staatstragenden Parteien, ÖVP und SPÖ, sich ja alles aufgeteilt haben. Das wissen wir ja, von der verstaatlichten Industrie bis hin zur Justiz, bis hin zum Universitätswesen, zur Bildung. Alle Bereiche waren ja mehr oder weniger in rote und schwarze Domänen, bis hin zu den Autofahrerclubs, ÖMTC, ABE und so. Ne? Das käme, naja, sind wir noch so? Klar. Was ne? und diese Beispiele, und natürlich war es im Medienbereich auch so. Ne? Die Roten haben damals gesagt, oder der Raab hat es gesagt, das Kastl, den Fernseher, den lassen wir den Roten und wir haben das Radio, das ist viel wichtiger. Ne? In der Verkennung dessen, was alles kommt mit dem Fernsehen. Naja, klar, das war in den 50er Jahren. Aber es hat sich das schon durchgezogen, diese parteipolitische Präferenz, die überall dahinter steht. Und ist natürlich beim ORF auch heute noch, beim Stiftungsrat mit den Freundeskreisen, machen wir uns doch nichts vor. Ne? Ich weiß genau, dass die Parteispitze der FPÖ bestimmt, wer im Stiftungsrat ist. Und das wird bei der SPÖ nicht anders sein und bei der ÖVP und bei den Grünen, bei den heiligen Grünen auch nicht. Ne? Und da gibt es den parteipolitischen Einfluss. Und es ist gut, dass es ein Redakteursstatut gibt, wo man also an sich zumindest formell die Unabhängigkeit der Redakteure und der Meinungsbildung hat. Es ist gut, wenn es eine Trennung zwischen Kommentar und Bericht gibt und all diese Mechanismen. Ne? Es gibt, ist auch gut, wenn es einen Presserat gibt von mir aus mit all den Schattenseiten, die dieser Verein auch hat. Ne? Aber es ist so, und man muss es realistisch sagen, dass wir mit einer gewissen heuchlerischen Doppelmoral, das jetzt alles so übermoralisieren, so was, der hat telefoniert mit dem, was, der wollte ORF-General werden. Ne? Also wie wenn das nicht immer so gewesen wäre. Ne? Aber ist das nicht ein Punkt, dass da sehr, sehr, sehr viel Scheinheiligkeit mit dabei ist? Weil jetzt bin ich seit Ende der 90er Jahre im Journalismus, habe über mehrere ORF-Wahlen berichtet. Und es war tatsächlich immer so, dass das politisch gesteuert wurde und dass es immer
quasi die politischen Freundeskreise im Stiftungsrat haben das gemacht, was ihre jeweiligen Parteien wollten. Also ist das jetzt nicht so, dass, weil mich auf Twitter auch viele fragen, na, ihr habt es ja alle gewusst, warum habt ihr nicht darüber berichtet? Das stimmt ja nicht einmal, weil wir haben zigfach darüber berichtet. Wir haben darüber berichtet, wie die diversesten ORF-Wahlen eben politisch. Wir haben sogar nach Mehrheiten, nach den Parteien berichtet. Wir haben darüber berichtet, wie ORF-Infodirektoren rausgeflogen sind, weil eine Partei das damals wollte, Chefredakteure installiert wurden, weil Parteien das wollten, und das war zumindest bei drei Parteien regelmäßig der Fall, und das war, sobald die FPÖ in einer Regierung war, das war schon in den 2000er Jahren, so ist das so passiert, bei Rot und Schwarz ist das regelmäßig passiert, und jetzt, wir kennen den nicht nur den türkis-blauen Zeitletter, wir kennen auch den türkis-grünen Zeitletter. Kann man die Grünen in der Regierung, ist das auch wieder so. Ja, und wer ist jetzt Stiftungsratsvorsitzender? Ja, aber das sage ich ja gerade. Das ist der grüne Zeitletter. Wie löst man sowas auf? Ja, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich wiederhole das noch einmal. Ja. Und ich meine, das ist ja etwas, was ich grundsätzlich immer schon sozusagen verwerflich gefunden habe und kritisiert habe. Ja. Wie oft habe ich in meinem Leben dafür eingesetzt, dass wir kritisieren. Ja, sollen, aber wie ändert man das? Ja, wie gesagt, also du bräuchtest eine völlig andere Form der Beschickung des Stiftungsrats. Ja. Naja, ich interpretiere jetzt deinen Gesichtsausdruck, ist ja unrealistisch in einem Land. Aber jetzt ist erstens mal, nur wenn man es immer schon fordert und nicht durchkriegt, ist es ja nicht falsch. Nicht aufhören, erstens mal. Und also muss man ganz im Gegenteil deswegen es immer wieder trommeln. Und außerdem würde ich schon sagen, der jetzige Skandal, dieses Schockerlebnis, diese Notwendigkeit auch zur Selbstreinigung in der Branche, eröffnet natürlich, wenn irgendwas eine Window of Opportunity eröffnet, da jetzt gesetzliche Regelungen zu finden, beispielsweise beim ORF. Ja, ich unterstreiche nochmal, die Probleme sind nicht nur des ORF, sondern es sind bei allen Medien ein bisschen unterschiedlich, weil es unterschiedliche Bedingungen sind. Hier gibt es Probleme, obwohl sozusagen nicht die Politik hinein die Führung einsetzt. Ja, im ORF ist das was anderes. Aber im ORF ist wiederum die Notwendigkeit, dass man den Stiftungsrat neu besetzt, indem man, was weiß ich sage das jetzt mal sehr salopp, indem man einen Aufsichtsrat etabliert, der nicht in der Form politisch durch parteigünstige besetzt wird, meinetwegen durchs Parlament besetzt wird, möglicherweise, ja gut, das geht aber nicht anders, oder möglicherweise sogar mit 2/3 Mehrheit, sodass nur die eine Möglichkeit haben, da reinzukommen, die über jeden Verdacht erhaben sind, die eine hohe Reputation über die quasi ihre Regierungspartei, der sie angehören oder der, die sie als ihre Freundin ansehen, hinaus haben. Das ist doch nicht so schwierig. Das schaffen wir doch beim Rechnungshof genauso. Das kann man sogar noch besser machen, indem man es mit 2/3 Mehrheit hat. Man hat genügend Medienmenschen in diesem Land, zum Teil emeritierte Journalistinnen und Journalisten, brauchen wir sie, was weiß ich, Barbara Kudenhofe-Kalergi, gut, die ist jetzt auch schon 90, ja, aber ein bisschen jünger ist dann Antonia Radosch, wer auch immer. Ja, nur weil sie alt ist, muss sie nicht objektiv sein. Naja, aber Entschuldigung, also wollen Sie jetzt die Reputation und das Prestige von Barbara Kudenhofe-Kalergi in Frage stellen. Also da wäre mir jedenfalls lieber. Fallen mir auch von der konservativen Seite Leute. Und der Herr Unterberger war Pressechefredakteur. Ja, der ist natürlich pfui aus Ihrer Sicht. Ne? Vielleicht fänden wir noch zum Beispiel. Vielleicht fänden wir jemanden besser. Da sieht man genau was Sie sagen. Nehmen wir Ihren Herrn. In der langen Ausführung war, es geht nicht anders. Es geht nämlich nicht anders. Warum? Man hat demokratisch legitimiert, hat man nur gewählte Parteien und Parteien bestimmen oder Schiedenvertreter. Wie denn sonst? Vielleicht noch diesem Klimarat, wo man zufalls auslost irgendwelche Leute und so. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Nein, weil wir schaffen das beim Rechnungshof auch. Wir bringen nur ein Beispiel. Nehmen wir nur ein Beispiel, obwohl es ein schlechtes ist, weil er noch aktiver Journalist ist und sicher gerne noch weiter berichten würde. Ja? Aber wenn mir aus Ihrem Lager jemand einfallen würde, wäre das natürlich der Herr Werschütz. Ja?
ernst, der ist über jeden. Das ist seine erste journalistische Tätigkeit, war ein Interview für die Aula von David Irving. Ja, trotzdem habe ich kein Problem. Trotzdem habe ich kein Problem. Weiß ich alles, ja. Und dann war er beim Teletext, ja, das weiß ich auch, Anfang der 90er Jahre. Dann war er bei der aber, Neuen Freien Zeit. Aber mittlerweile ist er jemand, wo jeder sagen würde, er hat dessen journalistische Integrität, würde ich nicht in Frage stellen. Und es sollen ja in einem Medienunternehmen, Entschuldigung, darf ich das ausführen, nicht nur Journalisten im Aufsichtsrat sitzen, da könnte man ja auch den einen oder anderen Verleger, vielleicht sogar aus dem Ausland, die haben da nicht so eine Vernetzung. Aber wer sucht die aus und wer bestimmt das? Da haben wir immer Parlament das gleiche mit zwei Drittel Mehrheit. Ja, im Parlament sind auch die gewählten Parteien. Ja, aber zwischen zwei Drittel Mehrheit und an Ausbaldowern zwischen Regierungsparteien im Koalitionsvertrag ist nur ein riesengroßer Unterschied und den hätte ich gern Klavier spielen. Ja, da haben sie nicht unrecht. Aber dann kommen wir auch zu den Printmedien und du hast jetzt mehrmals angesprochen, auch die Inseratenpause, die auch unser Haus betrifft. Da kann ich mich natürlich erinnern, du hast das angesprochen, dass das ja nicht nur Medien könnten sagen, sie wollen Inserate und dafür gäbe es angeblich wohlfeile Berichterstattung, wobei diese Chats auch ziemlich deutlich ergeben haben, dass die Thomas Schmidt-Partie extrem revoltiert hat, weil sich dieses Haus überhaupt nicht an angebliche Vereinbarungen gehalten habe. Das möchte ich nur auch feststellen, weil das vergisst man öfters in der Berichterstattung darüber. Aber da gab es zum Beispiel einen SPÖ-Kanzler, nämlich den Christian Kern, der 2017 im Wahlkampf auf Facebook gepostet hatte. Er hat es kurz darauf gelöscht, nachdem sein eigener Minister ihm erklärt hat, dass das ein schwerer Fehlgriff war, aufgrund der Berichterstattung, die wir damals über Christian Kern gemacht haben, das berühmte Prinzessinnen-Dossier, das vielleicht auch nicht so ideal war, aber trotzdem, es ist die Wahl eines Mediums, was es bringt, würde er alle Inserate, nämlich nicht nur der Partei, sondern auch der Ministerien, stoppen. Das wurde dann korrigiert, weil das gar nicht gesetzlich möglich wäre, auf der Partei. Zeigt das nicht auch deutlich, dass diese Einstellung offenbar in den Köpfen von ziemlich vielen Politikern, egal welcher Partei ist, ich gebe euch Inserate, damit ihr nicht deppert über uns schreibt, sonst ist das nicht Teil des Problems? Also zum Ersten, natürlich ist es Teil des Problems, da hast du natürlich grundsätzlich vollständig recht. Zum Ersten ist es aber so, dass wir jetzt wissen, wie sehr Christian Kern recht hatte mit seinem Gefühl, dass hier eine Medienphalanx und nicht nur dieses Hauses, sondern andere backeln mit einer türkisen Partie mit allen Mitteln, aber um den Sebastian Kurz an die Regierung zu bringen und ihn runterzuschreiben. Damit hat er recht, das wissen wir heute. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass Christian Kern in einem Anfall von Wut auf Facebook geschrieben hat, diesem Haus wird jedes Inserat gestrichen, worauf ihn ich angerufen habe und auch ein Minister und auch seine Berater ihn gefragt haben, ob er deppert ist und dieses Posting wurde insofern korrigiert, indem es korrigiert wurde, Parteiinserate der Bundespartei, das, was er wirklich zu entscheiden hat und was in Ordnung ist, wird es nicht mehr geben. Es betrifft natürlich nicht die öffentlichen Inserate der verschiedenen Ministerien, weil das wäre Amtsmissbrauch. Eine Partei kann entscheiden, wo sie inseriert und wenn es auf irgendwem Base ist, dann inseriert sie nicht mehr. Hat die FPÖ zum Beispiel regelmäßig schon zu gemacht. Das hat er korrigiert innerhalb von 10 Minuten und damit war es in Ordnung. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, der Instinkt in diesem Augenblick war. Ein großer Philosoph gesagt, wer zahlt, schafft an. Na? Wer war das schnell? Der Herr Schmidt, glaube ich. Ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Hat öffentliche Kassen geplündert. Ja, genau. Und das ist in dem Fall nicht der Fall gewesen. Parteigeld ist allerdings auch Steuergeld, muss man schon sagen. Ja, und? Aber ja, das ist so. Ja, aber es ist auch Mitgliedsbeitragsgeld. Parteien können mit ihrem Geld machen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wie sie wollen. Aber da sind wir wieder bei der Frage, nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Ja. Aber grundsätzlich, ich will jetzt auch nicht aus den Affären jetzt eine SPÖ-Affäre machen, weil es nicht der Fall ist. Ich versuche nur zu sagen, man hat dieses Mindset einfach bei allen Parteien gehabt, leider, die in Charge waren. Ja. Und auch das, weil du eben öfters die Inserate angesprochen hast, auch das gehört natürlich thematisiert. Wie kann man auch das ändern? Weil es eben auch wiederum andere Arten von Medien betrifft. Das betrifft wiederum den ORF nicht.
Ja? Sollen wir nicht aber, vergessen. Ja? Aber na, für unsere Zuseher auch. Ja? Deswegen, es gibt ja unterschiedliche Probleme, die nicht jeder gleich hat. Beim ORF geht es halt um öffentliche Gebühren, wo die Regierung jederzeit sagen kann, wir streichen jetzt. Oder wir stocken auf, ja, freilich. Ich meine, der gelernte Österreicher weiß, dass das sowieso gang und gäbe war. Und natürlich haben Sie recht, die Kurzpartie hat damals mit allen möglichen Schmähs und Tricks diesen Weg ins Kanzleramt offenbar strategisch geplant. Ne? Gleichzeitig war bei der SPÖ der Herr Silberstein tätig. Also wir wollen da nicht die Moralkeule, packen wir lieber ein wieder. Ne? Also ein bisschen eine Kleinigkeit verglichen mit dem, was wir da jetzt Silberstein. Warum tun Sie es da jetzt vorbringen? Ja, weil Sie sagen, das ist so schlimm damals. Und da auf der anderen Seite war die Herrscher der Heiligen. Das ist nein, überhaupt wahr. Nicht. Die Österreicher wissen genau. Das Silberstein zu engagieren war ein Fehler, habe ich immer gesagt. Ja, haben wir eh gesagt. Ja. Hey, das haben Sie oft schon gesagt. Aber ich muss nur daran erinnern, das ist halt zeitgleich damals gewesen. Ne? Und das wissen die Leute. Ich finde es nicht so schlecht, wenn es dieses Pseudo-Objektivitätsgebot beim ORF, ne, das erstens durch den Einfluss der Eigentumsvertreter relativiert ist und natürlich durch die politische Einstellung der breiten Mehrheit der Journalisten schon einmal relativiert ist. Ne. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn es eine gewisse Vielfalt gibt. Ne. Da gibt es hier das Haus, ne, das also sehr offen ist, offenbar. Ne. Weil sonst wäre ich da nicht am Platz. Ne? Es gibt Servus TV, das ist halt eine sehr wertkonservative, von Ihnen abgelehnte Linie. Es gibt alles und den ORF auch. Und natürlich, das böse Wort vom Rotfunk mag übertrieben sein. Ne? Aber diesen Eindruck haben halt manche Leute. Ne? Und allein alles, was nicht verdeckt und nicht so verlogen und nicht heuchlerisch wird, finde ich relativ erfrischend. Nein, darf ich Ihnen da kurz nicht ins Wort fallen, sondern das, was Sie jetzt sagen, ist nicht falsch. Absolut. Nur es würde eigentlich heißen, es ist eh alles in Ordnung, weil sich quasi angesichts der Pluralität, die einen sind so, die anderen sind so, die anderen sind wieder auf diese Weise und die anderen wieder anders, über die Medien hinweg eine Pluralität ergibt und dann ist eh in Ordnung. Ich finde manches nicht in Ordnung und verbesserungswürdig und da sollten wir die Chance nützen, das jetzt zu tun. Da ist nichts dagegen. Ich finde es gar nicht gut, dass es so ist. Also das ist alles in Ordnung, weil ich der Meinung bin, dass einer, der nicht im Mainstream medial tätig ist und Journalist die tätig ist, sieht, wie die sich das richten und welche Gelder dafür fließen. Ich meine, der Herr Strache und der Herr Schrom sind nicht am Ende. Der Herr Strache, das war ein gutes Jahr, dann war er weg vom Fenster. Sonst ist alles 70 Jahre, sind die anderen dran. Ne? Und bitte, Herr Strache, das ist ein Mainstream-Getue. Das ist ja der Mainstream, die da Bussi-Bussi und jeder kennt jeden. Zu den Bussi-Bussi hat er offensichtlich auch ein Jahr dazu gehört. Das ist das Problem. Aber ein Jahr vielleicht. Nein, die Partien, muss ich sagen, weil ich damals darüber berichtet habe und wenn wir schon die gesamte Situation beleuchten, beleuchten wir wirklich auch alles. Ja, ja. Natürlich war die FPÖ nicht das erste Mal in der Regierung. Das ist und richtig. Ich kann mich erinnern, im ORF 2000 bis 2006 gab es wirklich ein Schreckensregime. Und ich kann mich auch erinnern, er ist leider schon verstorben, der damalige ORF-Generaldirektor Gerhard Weiß hat mir damals eine Liste gezeigt, die ihm ein Spitzenpolitiker der ÖVP und der FPÖ, wo sie das wirkliche Feuern von angeblichen roten Journalisten gefordert haben. Na, das mag alles richtig sein. Ich war einer, der das immer kritisiert hat, dass die FPÖ im Gegensatz zu ihrem Oppositionshabitus, wo sie gesagt, wir sind die Einzigen, die nicht und den Proporz und die Parteibuchwirtschaft und dass sie dann, wenn sie dran war, doch auch, zumeist weniger professionell wie Rot und Schwarz, versucht hat, einen Triebwurz draus zu machen oder mitzunaschen oder Einfluss zu nehmen. Das habe ich immer kritisiert und es war die Kritik richtig, weil es ist ja nie gelungen. Man hat ja nie weder die langdauernde Möglichkeit gehabt, das zu tun, weil die Regierungsbeteiligungen recht kurz waren, noch die Professionalität, ne? Weil Rot und Schwarz kennen das, haben das geübt seit 70 Jahren. Der hat auch immer mit uns geredet zu Newszeiten, weil seine Partei damals gesagt hat, man darf mit niemandem bei uns reden. Also grundsätzlich, deswegen sage ich, diese ganzen Verhältnisse zu Medien sind nichts Neues, aber man sollte da gibt es natürlich auch viel Neurotisches. Das muss man auch dazu sagen. Also wenn du jetzt gerade skizzierst, dass eine Partei sagt, man darf mit der nicht reden. Und ich durfte nicht einmal rein auf Klausuren so und sonstiges. Weil da quasi wegen kritischer Berichterstattung. Ich kenne das von allen Seiten. Ja, und also das wollte ich gerade sagen. Da ist viel Dummheit dabei, weil das ist ja auch einfach neurotisch nur. Ja. Ich werde jetzt da nicht widersprechen, aber ich möchte noch zu einem Punkt kommen, nämlich damals der Jörg Haider
hat ja diesen berüchtigten Satz gesagt, wenn er einmal was zu sagen hat, dann werde, ich glaube, er hat gesagt, Wahrheit in den Redaktionsstuben herrschen. Weil das ist ein bisschen Ärger, also wollen wir da nicht mit dem Drahtbesen durchfegen und so, also was weiß ich was. Oder waren das die Amtsstuben generell, was weiß ich was. Das waren, glaube ich, bei den Redaktionsstuben war es, glaube ich, nur die Wahrheit. Ich kann mich nicht an alle Metaphern erinnern. Die quasi, aber hat er einfach das ausgedrückt, was offenbar im Laufe der Jahre viele Politiker so wollten? Na, das glaube ich wiederum auch nicht. Ich meine, es gibt ja ein Auf und Ab und so. Man soll ja jetzt auch nicht so tun, als wäre das nur so, dass Politiker mit großer eiserner Hand da durchgreifen, nein, und die Journalisten gar nicht kennen. Es gibt ein Auf und Ab, ja, wo du schon zufrieden bist als Politiker, wenn du eine gewisse Balance schaffst und du nicht dauernd hinquatscht wirst, bist du schon zufrieden. Ja. Wir sollen uns auch nicht ganz vergessen, Gerhard Zeiler war mal ORF-Generalintendant, der war ja ein Sozi, also der ging ja dann später erst zu CNN und war vorher Kabinettschef von Fritz Simonowatz, glaube ich sogar, oder Sprecher. Und der hat ja in dieser Zeit den freiersten ORF etabliert, den es überhaupt jemals gegeben hat. Ja? Also sozusagen die Chefredakteure, da hat keiner gefragt, bist du jetzt ein Sozi oder keiner, das, obwohl er es tun hätte können. Ja? Also da waren, glaube ich, Franz Kössler, Raimund Löw, Spitzenjournalisten, die einfach ihre Qualität kennen. Wir werden sicher sagen, sind auch Linke, aber sozusagen sicher keine SPÖ-Parteigänger, wo die SPÖ angenommen hätte, die kann sie kontrollieren. Weil es waren genau diejenigen, wo die SPÖ immer gesagt hat, die sind ja unkontrollierbar. Ja? Und die hat man damals etabliert, das war der freieste ORF, das jemals gegeben hat, auch unter einem sozialdemokratischen Kanzler. Es gab sicherlich wiederum Phasen, wo man stärker versucht hat, hier einzugreifen. Meine Rede ist nur, natürlich ist so eine Situation wie unter Zeiler die beste, die man sich vorstellen kann unter dem gegenwärtigen Regime, also der gegenwärtigen Art der Beschickung. Aber ich möchte Reformen im gesamten Medienbereich, und das ist auch notwendig jetzt nach dem Schrecken dieser Tage, der ermöglicht das oder der sicherstellt, dass sowas nicht mehr möglich ist. Und diese Reformen sind vorstellbar. Ja? Wo ist der Schrecken dieser Tage? Das erklärt mir jetzt. Der Schrecken dieser Tage, der Schrecken dieser Tage sitzt sehr tief in vielen Redaktionen, glaube ich. Ja? Dieses Gefühl. Weil der Herr Nowak, den Herrn Schmidt. Ja, dieses Gefühl im ORF, wir sind alle nicht mehr glaubwürdig wegen dem Herrn Schorn. Und Sie glauben, das ist für alle, was Neues für die Leute, die da drin sind? In der Presse, wir sind alle nicht mehr glaubwürdig wegen diesen Chats. Viele haben die Angst, dass es wirklich ausstrahlt, auch auf alle anderen Redaktionen, die gar nichts damit zu tun haben, die vielleicht was damit zu tun haben, aber heute noch in keine Chats aufgeflogen sind. Ich glaube, es gibt ein grundsätzliches Schockmoment in der Branche und glaube ich auch in der Politik, hoffe ich auch in der Politik. Und das ist ein Window of Opportunity, um Lösungen zu finden. Ja? Und die soll man nutzen. Ich glaube, das grundlegende Schockerlebnis ist das, dass es so deutlich aufkommt, dass da aus dem etablierten Bereich, wo einer mit seinem verhaberten Freund halt sagt, ich möchte das und das werden, dass es dann auf einmal schwarz auf weiß da ist, weil mir fallen eine Reihe anderer Namen ein, die ich jetzt nicht nennen muss, die auch gerne ORF-General geworden wären und die sicher auch da oder dort antichambriert haben oder ich glaube auch beim Herrn Schromm, ich glaube nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, du bist in so einer Position, wo du natürlich weißt, jede Regierungspartei kann auf die Einfluss nehmen. Ja, und du versuchst mit jedem gut Freund zu sein, jedem machst den Eindruck, ich bin eher einer von euch, um den Rücken freizuhalten. Ich breche über den nicht den Stab, weil ich die Situation nicht kenne. Also muss man diese Situationen verändern, weil sonst wird immer jemand so agieren. Ich würde nur gern, weil das jetzt hier niemand macht, auch zum Rainer Nowak, den ich sehr lange kenne. Ja. Kleiner Disclaimer, Wien ist eine kleine Stadt. Ich habe ihn gekannt, bevor ich im Journalismus tätig war. Und soweit ich es von der Presse immer gehört habe, konnte man bei der Presse tatsächlich frei und unabhängig schreiben, egal was für Chats er gemacht hat. Also wir wollen da jetzt auch niemanden in einen Sumpf. Und das Gleiche gilt natürlich auch
für den ORF, auch in der Zeit von Alexander Vrabec, der natürlich SPÖ-nah war, damals übrigens mit der Hilfe von der FPÖ gegen die Lindner. Über seinen Vater gut konnte mit der FPÖ-Spitze. Installiert natürlich. Wurde, da waren auch die Grünen dabei. Und also das war eine, das ist eine Österreich, breite, wir sind alle so irgendwo ein bisschen. Eine breite Allianz, aber da kann ich mich auch erinnern, da gab es genügend Vorfälle, wo sich SPÖ-Kanzler schrecklich echauffiert haben über die Berichterstattung im ORF. Oh ja. Das ist damals sogar auch durch Chatnachrichten von einem SPÖ-Kanzlersprecher damals, das war die Dokumentation, die sie aus der SPÖ-Zentrale damals die Mails hatten, wo er sich schrecklich echauffiert hatte gegen den ORF und man solle sämtliche Auftritte im ORF canceln. Also auch das hat es immer gegeben. Es ist nicht alles so, dass alle wirklich in der, das ist so, wie ich auch vorher bei uns gesagt habe. Also ich finde auch richtig, dass du als Journalist, selbst wenn du in deiner grundsätzlichen politischen Haltung einig bist mit einem Kanzler, darfst du den nicht schonen, wenn du den zu kritisieren hast, ja? Das ist, glaube ich, auch, das ist eine Charakterfrage. Ja? Feigheit vor den Feind gibt es in unserer Branche eh nicht. Feigheit vor dem Freund. Mannesmut vor Fürstendrohnen. Feigheit vor dem Freund, den man eigentlich mag und mit dem man eigentlich einer Meinung ist, ins Gesicht zu sagen oder schlimmer noch, in der Öffentlichkeit zu schreiben, er hat einen schweren Fehler gemacht oder er ist, aus dem wird nichts mehr und so weiter. Das ist natürlich schwer. Nur das ist etwas anderes, über das wir jetzt reden. Weil das kannst du ja sozusagen nicht strukturell verhindern. Dass sie Leute kennen, dass sie die gleiche Haltung haben und dass sie dadurch sozusagen quasi in gewisse Unvereinbarkeiten hineinkommen können und sehr viel Charakter brauchen, um diese Unvereinbarkeiten nicht in ihre Berichterstattung einfließen zu lassen. Ja? Das kannst du ja eh nicht verhindern, weil das ist eine menschliche Sache. Da möchte ich zum Abschluss noch, der Robert kennt das schon, wenn ich das am Freitag angesprochen habe, einen Film über die Washington Post. Das heißt Die Verlegerin, und da kommt eben eine Schlüsselszene, wo der Chefredakteur selbstkritisch sagt, dass er eigentlich bei Abendessen und bei Weekends bei den Kennedys war und sie, die Verlegerin, jetzt auch mit den handelnden Ministern und Sonstiges befreundet ist. Und er sagt dann aus meiner Sicht einen Schlüsselsatz: Wir müssen uns entscheiden, wir können nicht beides sein. Also Freunde und gleichzeitig Journalisten oder gar Verleger. Teilen Sie das? Ja, natürlich. Wenn es also eine journalistische Gewissensentscheidung gibt, dann sollte man sie so treffen. Ne? Aber das hat halt eine weltpolitische, welthistorische Dimension, wobei bei uns in unserer kleinen Welt, wo die Große allenfalls ihre Probe hält, ist das alles auch ein bisschen kabarettistisch. Ne? Wie siehst du das? Ja, grundsätzlich sehe ich es auch so. Ich glaube nur, dass der Grundsatz einem nicht wirklich eine Handlungsanweisung gibt, weil man natürlich als Journalist mit den und Journalistinnen... Kannst du es, ich glaube, was in diesem Gespräch, in dieser Filmszene zum Ausdruck kommt, ist, dass er bereut, dass er diese extreme Nähe zugelassen hat, dass er eben zu privaten Abendessen, dass er zu privaten Weekends... dass man eine grundsätzliche Sympathie für jemanden hat. Nein, es geht aber auch, sozusagen, aber wie viel Nähe lassen Sie zu? Was ist privat und was ist eigentlich beruflich? Und das ist ja auch nicht so leicht zu unterscheiden. Genau, wenn zum Beispiel bestimmte Restaurants, bestimmte Kaffeehäuser ein Umschlagplatz von Informationen sind, wo du hingehen musst, aber wo du nicht hingehen kannst, ohne zu tun, als jeder jemanden kennt. Mit Politikern auf Urlaub fahren? Nein, mit Politikern sollte man eigentlich nicht auf Urlaub fahren, insbesondere dann, wenn man eine führende journalistische Position hat und der Politiker in einer führenden Position mittlerweile ist. Man soll aber auch niemand vorwerfen, dass er mit einem Menschen auf Urlaub war, der vorher kein Politiker war und dann irgendwann mit Politiker geworden ist, weil sie auch schon vorgekommen ist. Wenn das ist, würde ich das nicht tun, wobei wahrscheinlich der Unterschied nicht so groß ist, ob man sozusagen abends in der Kneipe sitzt und sozusagen die Journalisten Informationen austauschen und die Politiker Informationen und die Journalisten mit den Politikern, und du kannst das als Journalist auch dann wahrscheinlich nicht vermeiden, weil dann wärst du ein Journalist, der von den Informationsumschlagplätzen abgeschnitten ist. Das will man ja auch nicht haben. Ja? Jetzt sicherlich kann man vieles am Telefon
auch machen, aber irgendwann mal muss man die leider gelegentlich sehen, weil sonst baut sich das Vertrauen, das du auch brauchst, um diese Telefonate zu führen, ja nicht auf. Und um dieses gewissermaßen Dilemma kommst du nicht herum. Das Wesentliche ist, glaube ich, ja, ist schon eine... deswegen ist es sogar besser, glaube ich, wenn Journalisten eine auch politische oder weltanschauliche Werthaltung haben, die im Zweifelsfall ihnen sagt, okay, ich bin mit dieser Person zwar befreundet, aber das geht gegen meine Moral, deswegen werde ich das jetzt auch schreiben und nicht es unter den Tisch kehren, weil ich mit der Person ja befreundet bin. Mhm. Gut, Robert Miesig, danke. Danke, Andreas Mölzer. Ich finde es besser, wenn Journalisten keine eindeutige Parteinähe haben, aber es ist nur meine Meinung. Danke fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran.